aus Gnaden vom Schwabenland. Und durch so ein Bild schnuppern wir die Luft der großen, weiten Fußballwelt, César und Elba. Grandiose Stimmung, ausverkauft also wie immer beim Meister. Vielleicht nicht ganz wie immer, denn die Favoritenrolle ist hier seit langem mal wieder unklar. Der VfB ganz in Weiß ist gefürchtet, ohne Zweifel, die Stammformation steht wie eine Eins. Kostprobe, Bobic, Elba, 14. Minute. Und mit jeder weiteren in dieser Phase wuchs der Respekt des Meisters vor dieser geradezu vor Selbstbewusstsein strotzenden Schwabentruppe. Feiersinger leicht überfordert gegen Balakow, Bobic, Elba. Außergewöhnlich, dass der Brasilianer hier Klos noch eine Chance lässt. Der Blick auf Sammer. Noch fühlt er sich nicht zu schnellerem Eingreifen berufen. Sammer. Und nun wäre es zu spät gewesen. Virtuose Spielkunst des VfB gegen den BVB, der verkrampft versuchte, seine Linie zu finden, die Taktik umzusetzen und im Mann-gegen-Mann-Kampf zu bestehen. Alles schwer. Samajub. Balakow. Der offensive, kreative VfB. Elba. Klos. Nach 18 Minuten. Dortmund nur mit sich selbst beschäftigt. Nochmals, Sammers Fehler. Dann Soldo in den Lauf von Elba. César kann ihn nicht hindern. Dann der Außenriss gestreichelt. Und was meint Herr Sammer dazu? Sagt doch, Hintermann, habt doch da hinten keine Augen, oder? Die Schwaben auf den Außenbahnen bislang effektiver, aktiver, rechts Hagner und links Thorsten Legert, konsequent nach hinten und aggressiv nach vorne. Balakow ist das. Sieht Legert. César stehen gelassen. Auch diese Szene Spiegelbild des Ablaufs hier. Der beste VfB-Saisonstart aller Zeiten und auch der BVB hatte darunter zu leiden, mit weißer Weste hinein in des Gegners sensible Stellen. Und natürlich immer dieselben. Elba! Plus 25. Minute. Die Dortmunder verunsichert mit haarsträubenden Abspielfehlern, vielleicht aber auch erzwungen durch das Pressing der Schwaben. Deutlichst hier. Nur gucken. Schneider. Balakow. Und Klos. Keine Dortmunder Szenen, weil einfach ungefährlich. So, Eckball gleich. Balakow. Und er ist im Netz, 31. Minute. Und dass sich die Borussia höllisch aufregte, ist ja wohl sonnenklar. Elbers Einsatz gegen Klos und Schiri Bernhard Zerr ließ sich nicht mehr erweichen. Alles gleicht sich im Leben aus, so Hitzfeld nach dem Tor in Rostock. Und genau so ist es. Und Stefan Klos, sonst einer der gutmütigsten Menschen unter der Westfalensonne, sah nur noch verzerrte Bilder. Auch der Assi hatte kein Einsehen. Nochmals natürlich, der Einsatz von Elba gegen Klos, meine ich, regelwidrig im Torwartraum unter dem Strich. Ein Eigentor, Elba war nicht dran. Und diese Zeitlupe verdeutlicht das am besten. Elbers Arm auf Klos Schulter, faul, keine Frage. Und es wurde noch hektischer. Beispiele. Sammer gegen Bobic, klares Foul. Das nächste Beispiel. Gelb für Heinrich gegen Schneider. Aber beide Seiten recht munter im Austeilen und im Versuch, sich Vorteile zu ergaunern. Wie hier gleich. Zorc, Sauer, kein Elfer rausgeholt gegen Berthold. War auch keiner. Und dann geh weiter, Zorc, bleib ruhig. Schiri Zerr mit einer schwierigen Aufgabe.
Ja, die Herren schenken sich, weiß Gott, nichts. Die Profi-Trickkiste voll ausgepackt von allen. Hier lacht sich Berthold fast schlapp. Freistoß für Chapuisat. Chapuisat. Michael Zorc, 45. Minute. Das war sie, die einzige dicke, dicke Chance der Hausherren in der 45. Minute. Schiri Zerr, der böse Bube, der alles richtig machen wollte. Und Stefan Kloß, der aufgebrachte Bube, versorgt von Toni Schumacher, einst auch nicht gerade als ruhender Pol weltbekannt. Eine turbulente erste Hälfte war es, geprägt vom VfB, gerade so überstanden vom BVB. Mit neuen Anweisungen ging es weiter, aber auch mit dem alten VfB zunächst. Mit Balakow, immer wieder Balakow, Hagner, wo ist Heinrich? 46. Minute. Nur ein Gegentor in über 6,5 Stunden. Die schwäbische Abwehr garant für die gepflegte Offensive. Der Rücken ist frei und damit auch der Kopf. Elber. Bobic. Elber. Legat und Kloß. Und mit welchem Selbstvertrauen muss man ausgestattet sein, um diesen Ball aus diesem Winkel Volley zu nehmen. Da ist er wieder. Der alte Legat. Aber, und das schon in der Anfangsphase nicht zu übersehen, Dortmund nun gewillt, sich richtig zu wehren. Andi Möller, frei! Wohlfahrt, immer mehr im Mittelpunkt. Beide, Möller und Wohlfahrt. Ein bisschen kauften die Dortmunder nun den Gästen durch ihre forsche Verhalten den Schneid ab, den Offensivschneid, die 55. Minute. Möller, Schneider kommt hinzu, Möller fällt und Schneider fällt für ein Spiel aus. Denn es gab Gelb, Rot und Schiri Zerr. Meine bescheidene Meinung, ich meine zu Unrecht. Oben passierte nicht viel und untenrum war nichts zu sehen. Dumm gelaufen. Die Borussia nun vollends dominant. Freistoß, Sammer, Schapp, Buissard und Wohlfahrt. Nun fällt's in der Brandung ruhig mit Klassetaten. Nochmals. Österreicher, Sammer und dann Wohlfahrt im Fallen mit rechts gegen den Aufsetzer. Ja, Herr Hitzfeld, mir blutet auch das Herz. Aus taktischen Erwägungen kam dann Franco Foda für Elber hinten dicht und vorne vielleicht mit Glück noch eins draufsetzen, die Überlegung von Jogi Löw, dessen Mannen nur noch sporadisch mit Offensivgeist. Legat. Hagner. Und Bobic, Kloß, beide Torhüter à la Bonheur. Überzeugend nun Wille und Einsatz bei der Borussia. Sie kamen aus der Kabine und wollten das Ding hier drehen. Das zeichnet sie aus. Wohlfahrt. Kohler in der Offensive, stark, Vini. Seine Flanke, Sammer, herrlich. Der Ausgleich, 1:1, 66. Minute. Und wenn ein Tor jemals in der Luft lag, dann dieses, die Übermacht gegen 10 Schwaben, wurde zu erdrückend. Herrlich von Sammer mit der Hacke und Heiko Herrlich sein erstes Tor nach seinem ersten Einsatz seit dem 2. Mai in der Bundesliga von Beginn an. Der Blick auf Sammer, das dynamische Schlitzohr und herrlich Tor Nummer 3 in dieser Woche schon. Die Hitzfeld-Studie zum Ausgleich, nach wenn das mal nicht auf den Magen schlägt.
Und nun nahezu Powerplay. Sammer. Herrlich. Und Chapuisat immer noch nicht mit alter Spritzigkeit, aber auf dem Weg dorthin. Ehrlich, meine Damen. Fünfmal haben die Schwaben in den letzten 10 Jahren hier gewonnen. Tolle Bilanz. Aber heute sah es nicht danach aus. Die verzweifelten Konter des VfB über Balakow natürlich. Und Klos. Ab und an die Gegenwehr gegen die Übermacht. Und Sammer gleich. Motzki, Sammer. Was glaubt ihr eigentlich? Haben wir nur noch Stürmer hier? Sabradi. Die Dortmunder hatten sich gefunden und lebten nun ihre ureigenste Stärke aus mit ihren Stars, die zu prägen gewillt waren. Wie Sammer und Möller und Verlat, der Libero, mit großartigem Rettungseinsatz. 80. Minute. Nochmals der Blick von Sammer, der Tick von Möller und Frank Verlat, der hinten dicht machte. Einbahnstraßenfußball, Ecke, Möller, Kopf, herrlich, auf dem Weg zu alter Stärke. Noch 6 Minuten, wie im Training, die gelben Leiberl Angriff, die weißen in der Abwehr. Und dann aber dies, ein Pass, Foda und Köhler greift ein und sieht wohl sehr zufrieden, nur die gelbe Karte. Es war fast schon rot, Dusel gehabt, Herr Köhler. Plötzlich der VfB nochmal mutig. Balakow gegen Sammer, zwei so unterschiedliche Spielertypen, drinnen wie draußen. Und Reuter setzt an zum Konter. Vielleicht der letzte. Möller, mehr Platz als in der ersten Halbzeit. Wieder Reuter, die letzten Kräfte. Und Michael Zorc, Susi gab alles. Während Balakow sich bereit machte für die letzte Minute und Thomas Berthold mit Heiko Herrlich zum Tät-a-Tät ansetzte. Aber verbissen ging es in die letzten 60 Sekunden. Fournier kam ins Spiel, sieht Legat. Stefan Klos und 10 Schwaben gegen die Uhr und sie machten das Richtige. Stürmen, Balakow, ein Hochgenuss, seine Technik, seine Kunst, sich immer zwischen Ball und Gegner zu drängeln. Einfach eine Augenweide. Und dann noch letzter Einsatz am Boden. Das war's. 1:1, Schiri Zerb pfiff ab, manchmal etwas unglücklich, doch niemand sollte ihn verdammen. Und Elber und Bobic auf dem Weg zu Balakow. Die magischen oben auf.